Schalömchen, Freunde. Schalömchen, meine lieben Freunde. Willkommen zu So macht ihr jeden E-Scooter schneller. In der VMAX Edition. Heute in der VMAX Edition. Letztes Mal haben wir den Xiaomi noch schneller gemacht. Nächstes Mal wird es vielleicht in einem Mod werden. Schreibt in die Kommentare, worauf habt ihr Bock? Welche Scooter habt ihr? Alles klar. Ich würde sagen, wir haben jetzt den handelsüblichen VMAX LT. Ja, geht aber auch mit dem GT und mit dem ST und mit dem normalen VX2. Und gucken wir mal, was er jetzt so auf die Straße fährt. Tempomat haben wir gerade schon aktiviert, beziehungsweise Kickstart, dass man nicht einmal antreten muss. Ist ein bisschen einfacher zu zeigen. Ja, wenn es hier 24 sind, 22 auf der Straße. Tempomat ist an. Auch schon da kommen wir gleich zu, Freunde. Ihr habt gleich auch ein Tempomat, aber kommen wir gleich zu, Freunde. Als allererstes zeigen wir euch, wie wir das gemacht haben. Zuallererst, wir haben ja schon mal ein Video dazu gemacht. Wir haben uns dazu entschlossen, jetzt einfach die ganzen Tuning-Videos nochmal neu zu machen, in diese Reihe zu packen. Und hierfür, für die das erste gesehen haben, hier hat sich eine Kleinigkeit geändert, beziehungsweise eine Kleinigkeit hat sich hier verbessert. Da kommen wir dann aber gleich zu. Ist gar nicht mal so eine Kleinigkeit, da ist schon so ein paar Funktionen, die manche Leute gut finden. Also ja, also das hat auf jeden Fall den Scooter deutlich aufgewertet, als man das rausgefunden hat. Aber das habt ihr uns in die Kommentare geschrieben, wir wissen ja auch nicht mal alles. Manchmal schreibt ihr auch, yo, ey, macht doch so und so viel geiler, wir testen das, yo, ist echt geiler. War in dem Fall so. So, Freunde, jetzt kommen wir gleich zu dem, was wir brauchen. Dazu nimmst du den Gerät. Ich nehme den Gerät. Wir brauchen ein handelsübliches Handy. In dem Fall iPhone 13 Pro. Wenn ihr sagt, ihr habt kein iPhone 13 Pro, ist kein Problem. Nehmt einfach 13 Pro in einer anderen Farbe. Sollte ja jeder zu Hause haben. Und wenn ihr die nicht habt, Freunde, ist auch nicht schlimm. Dann könnt ihr auch einfach hier Huawei P30 Pro nehmen. Also ihr könnt auch ein Android-Handy nehmen. Wenn ihr sagt, yo, ich habe jetzt kein Android-Handy, ich habe zum Beispiel hier ein iPhone SE, ist auch nicht schlimm, könnt ihr das auch nehmen, Freunde. Wenn ihr sagt, yo, immer mein iPhone SE ist kaputt, dann müsst ihr einfach eine Generation nach hinten gehen. Okay, nicht so weit nach hinten. Und dann sagt ihr zum Beispiel, yo, hör mal, ich habe jetzt hier nur so ein iPhone 6. Würde auch funktionieren. Wenn ihr sagt, yo, hör mal, mein iPhone 6 ist leider schon abhanden gekommen und ich habe nur noch ganz alte Dinger. Geht auch einfach schönes iPhone 4, Freunde. Ihr seht also, man kann es mit jedem Bullshit machen. Kann man die auch kombinieren? Also wenn ihr jetzt ein iPhone 6 nimmst und ein iPhone 7, dass du dann ein iPhone 13 hast, das könnte man testen, ja. Ihr könnt auch einfach ein Tablet nehmen. Hauptsache, ihr könnt darauf ein paar Apps installieren. Das Gute daran ist, Uniscooter-App gibt es im Play Store und im Apple Store. Das ist das Geile. Darauf wollte ich hinaus. Also es ist egal, was ihr für ein Handy habt, es funktioniert so oder so. Wichtig ist, wenn ihr das allerdings im Play Store habt oder wenn ihr ein Android-Handy habt, dann benutzt bitte nicht die Uniscooter-App aus dem Play Store, sondern die, die wir in der Beschreibung verlinkt haben, weil die im Play Store, mit der funktioniert es nicht. Ganz wichtig, für iPhone einfach im App Store im Uniscooter eingeben und fertig. Uniscooter App haben wir runtergeladen, haben wir gerade gehört. Wie gesagt, iPhone, einfach App Store, Android, Beschreibung. Dann klicken wir auf die App Uniscooter. Jetzt sehen wir hier, was ist das denn? Ich bin ja schon verbunden. Das wird bei euch vermutlich auch so aussehen. Und wenn ihr ein iPhone habt, müsst ihr dann ein Passwort eingeben. Das ist dann, glaube ich, einfach nur 88888, irgendwie sowas. Oder 00000, irgendwie so ein Mist. Auf jeden Fall. 8888 ist richtig. Ja, das steht auf jeden Fall da dran, was das Standardpasswort ist. Und normalerweise müsst ihr dann hier auf Einstellungen klicken, könnt runterscrollen und dann klickt ihr auf Firmware Upgrade. Aber ihr habt ja gar keine Firmware. Uff. Wenn ihr jetzt wissen wollt, yo, wie kriege ich denn die Firmware? Auch in der Beschreibung. Heißt, ihr ladet euch die Datei runter, sowohl für Android als auch für iOS, ist scheißegal. Ladet euch die Datei runter, die wir in der Beschreibung verlinkt haben. Danach öffnet ihr bzw. klickt einfach auf diese Datei. Das heißt, ihr geht bei eurem iPhone in euren Datenspeicher rein. Hört sich blöd an. Könnt ihr einfach zum Beispiel, wenn ihr das jemandem bei WhatsApp schickt, hört sich jetzt noch blöder an, die Datei, könnt ihr einfach in dem WhatsApp-Chatfenster auf die Datei draufklicken und dann öffnet sich die. Wichtig ist, ihr klickt einfach nur auf die Datei drauf. Wenn ihr dann da drauf geklickt habt, Freunde, ist euer Scooter kaputt. Da kommen wir ganz kurz zu, ist natürlich illegal, damit auf öffentlichen Straßen zu fahren. Wenn ihr übernehmt natürlich auch keine Haftung, wenn da wirklich mal ein Scooter kaputt geht. Normalerweise solltet ihr jetzt einfach auf die Datei klicken, dann öffnet sich das. Dann klickt ihr unten auf Einstellungen, scrollt ein bisschen runter. Dann haben wir hier die Sektion Firmware Upgrade. Dann haben wir hier Update Able Version. Und bei euch könnten dann drei verschiedene Sachen angezeigt werden. Nehmt davon das Neueste. Neueste ist in dem Fall, hier steht zum Beispiel 0.0.00. Oder 0.0.10 und dann haben wir natürlich 0.0.10. Klicken wir da drauf. Es gibt natürlich noch ganz andere Firmware tatsächlich. Wir haben jetzt leider nur die. Wir könnten uns gerne welche in meinen Discord schicken, dann testen wir die aus. Also es gibt auch welche angeblich, also da ist man so mit Voice zu genießen, wenn manche Kommentare,
also manche Leute was schreiben, das muss nicht immer ernst gemeint sein, eine Firmware, die schafft bis zu 45 km/h. Ja, die hatte ich tatsächlich auch mal, aber die, ich habe wohl von, also aber zwei Leute, brennt dann sofort ein Scooter. Liegen. Zwei Leute haben mir geschrieben, dass die hatten und dass der Scooter kaputt gegangen ist. Und das haben mir nur zwei Leute geschrieben. So, weißt du? So beide, mit denen ich geschrieben habe, ist der Roller nach Schrott gewesen. Deswegen ist die auch nicht mehr im Umlauf. Deswegen nehmen wir die sichere Methode und dann drücken wir auf Firmware Update. Jetzt haben wir so ein lustige Dinge und warten einfach, bis das voll ist. Wenn das bei euch nicht klappt, probiert das ruhig ein paar Mal. Wichtig ist, klickt dann manchmal auch einfach nur so auf diese Uniscooter-App und öffnet dann nachher diese Datei. Bei manchen Handys und so ist das einfach so. Das habe ich jetzt mit drei verschiedenen Handys ausprobiert und das war bei jedes Mal anders. Aber probiert es einfach ruhig 4-5 Mal aus. Ihr habt gesehen, es geht echt unnormal schnell und wir labern hier noch die ganze Zeit Müll dabei. Also, jetzt haben wir hier Scooter wieder starten. Der geht danach automatisch aus. Und jetzt zeige ich euch, wie man den schneller macht. Und danach kommen wir zu den Zusatzfunktionen. Uff. Und wir haben gehört, da gibt es noch eine Zusatzfunktion mehr. Das wissen wir aber nicht. Da müsst ihr uns vielleicht gleich mal helfen. So, Einstellung, Freunde. Einstellung klicken wir drauf. Jetzt sehen wir oben schon Tempomat. Kann man aktivieren und deaktivieren. Funktioniert nicht, braucht ihr gar nicht machen. Stattdessen scrollen wir nach unten und klicken auf erweiterte Einstellung. Normalerweise kann man hier die Geschwindigkeit nicht höher als 22 km/h stellen. Da wir jetzt allerdings die neue Firmware drauf haben, geht das hoch bis auf 50 km/h. Natürlich fährt er keine 50, wir können es einfach mal machen. 50 km/h, zack. Und wenn ich jetzt Gas gebe. Wir haben ihn auf Kickstart, also Kickstart noch weggemacht, deswegen gibt er auch sofort Gas und zeigt eine konstante Geschwindigkeit von 37 km/h an. Da ist es auch egal, ob der im Sportmodus fährt oder im Gemüse. Durch, Freunde. Das frisst natürlich eine Menge Akku, wenn man so einen Mist macht. Und jetzt kommen wir mal zu den Zusatzfunktionen. Ihr könnt natürlich ganz einfach, wenn ihr auf erweiterte Einstellungen geht, Geschwindigkeitsbegrenzung, Beschränkung, die Sache wieder rückgängig machen mit dem Handy. Wenn ihr jetzt allerdings sagt, jo, wie habt ihr das denn gemacht? Ich mache kurz die Aufnahme aus, die brauchen wir nicht mehr. Wie habt ihr das denn überhaupt gemacht, dass ihr jetzt hier hingehen könnt und Zero Start und Tempomat habt? Also, Freunde. Warum steht er jetzt uff? Ah, weil ich den nicht ausgemacht habe, versehentlich. Warte. Uff steht da übrigens, wenn er noch in diesem Flash-Modus ist. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr auf dem Handy habt, auf zurückklicken, dann ist das Uff weg. Wenn ihr Zero Start aktivieren wollt, dann ist das, der sofort losfährt. Dann habt ihr hier diesen An-Knopf und ihr macht dann einfach viermal draufdrücken, ungefähr in dem Abstand, wie ich das jetzt gemacht habe, und dann. Dann braucht ihr nicht mehr kicken. Braucht ihr nicht kicken. Empfiehlt es natürlich trotzdem, den ein bisschen anzukicken, damit der nicht sofort so einen Ruck kriegt. Aber jetzt kommen wir zu dem noch geileren Tempomat. Passt mal auf, dafür müsst ihr einfach nur dreimal hier drauf drücken und schon habt ihr ein Tempomat. War das jetzt schon an? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß gerade nicht, ob wir das vorher schon an hatten. Ne, ja. Hatten wir nicht. Okay. Also Freunde, dann piept er nochmal und ihr seht, der Gerät rollt von alleine. Der rollt auf Chrom. Es soll wohl eine Tastenkombination geben, mit der man zwischen 22 und offen hin herschalten kann. Die kennen wir nicht. Kurz, doch, können wir noch zeigen. Ja, ja, aber das funktioniert ja nicht richtig. Funktioniert leider mit der Uniscooter-App oder mit dieser Firmware, die wir jetzt haben, nicht komplett. Wir haben es gerade halbe Stunde, Stunde lang probiert, nicht funktioniert. Indem, ihr wisst ja, dreimal schalten. Ja, pass auf, das hat alles eine Funktion. Guck mal, einmal ist an, also hier Sportmodus. Zweimal war auch irgendwas, weiß ich jetzt gerade nicht was. Und dreimal war halt Tempomat. Zweimal ist noch Ding ins Licht. Der Licht hat doch eingeknappt. Ach, ne, okay, schon. Dreimal war halt hier Tempomat, viermal war Start-Stopp, also hier Dingens. Und wenn ich jetzt fünfmal drücke, pass auf. Zero Kick. Und wenn eine 13 stehen, ist vielleicht Artikel 13. Wenn ich jetzt hier einmal Gas gebe, dann seht ihr, kannst zwischen 2 und 1 wechseln. Das sieht für mich so aus, als wären das zwei verschiedene Modis oder Einstellungen. Haben wir wofür diese Einstellungen sind, wissen wir nicht. Haben wir gerade versucht, ob wir vielleicht die Geschwindigkeiten auf zum Beispiel jetzt auf Modi 1 22 km/h und Modi 2 auf offen. Das wäre ja maximal easy, weil du musst nur fünfmal drauf drücken, einmal switchen und fertig. Funktioniert aber gerade bei der Firmware nicht. Wenn ihr sagt, ich weiß, wie der funktioniert, schreibt das gerne mal in die Kommentare oder bei uns in den Discord. Ja. Und warum steht hier eine 13?
Das ist eine gute Frage. Ne? Also Freunde, das interessiert uns halt. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ansonsten denkt dran, fahrt vorsichtig mit so einer Geschwindigkeit, sich auf die Fresse zu legen. Kann wehtun, wird auch vermutlich wehtun. Denkt dran, ihr dürft damit nicht auf den deutschen Straßenverkehr teilnehmen. Das ist ganz wichtig, mal, sonst gebe ich direkt einen Schlag in den Nacken von hinten. Das darf sie nicht tun. Was man noch sagen muss, abonniert diesen Kanal. Das damit wir ganz viele E-Scooter uns kaufen können. Das ist das Schlimme daran. Wenn du das nicht gemacht hast und du tunst den Scooter, dann kann es sein, dass wirklich der Motor anfängt zu brennen. Danach geht das weiter, der Akku brennt dann. Und dann, wenn du dann immer noch drauf fährst, bist du erstens Hellrider und zweitens brennt dann auch noch die Stange. Ist das Ghost Rider? Hast du das gleiche, ne? Und dann brennt der ganze Scooter und fährst dann nach Narnia. Ja. Also Freunde, wir können festhalten, abonniert den Kanal, dann explodiert euer Scooter nicht. Und ihr fährt nicht nach Narnia. Ja.